Hallo und herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar möchte ich euch in diesem Video ein weiteres 1.5er Stable Diffusion Model vorstellen, welches ich hier und da mal ganz gerne benutze. Und es ist wieder ein Reality Model. Es handelt sich nämlich um das Absolute Reality, inzwischen in der Version 1.8.1 draußen. Es ist, wie gesagt, für reelle Bilder gedacht und eignet sich eigentlich ganz gut dafür, um mal ein bisschen zwischen Epic Realism und diesem hier hin und her zu switchen und zu gucken, wo liegen die Stärken in den beiden Models für bestimmte Bilder oder halt über den Model Merge oder ähnliches dann diese Models auch eventuell teilweise ein bisschen zu vermischen oder so. Das habe ich in den anderen Videos ja auch schon erklärt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Image to Image, Model to Model oder Model Merge. Und das würde ich euch heute gerne einmal kurz zeigen, dieses Model, oder vorstellen. Das werde ich in Zukunft auch machen. Models, die ich ganz gut finde, werde ich einfach mal präsentieren. Wie immer, ihr könnt es hier runterladen über den Download-Button. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht in euren Comfy-UI-Folder und packt das File hier in den Checkpoints-Folder, also unter Comfy-UI-Models-Checkpoints, dann ist es beim nächsten Mal verfügbar. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt hier auch eine InPainting-Variante, ladet die euch auch direkt runter, falls ihr InPainting machen wollt. Das ist eigentlich ganz praktisch, immer das Hauptmodel zu haben und ein InPainting-Model. Man weiß nie, was passiert oder ob ein Bild mal so gut wird, dass man es doch behalten möchte und dann später nochmal mit dem InPainting da durchgehen muss. Gut, hier unten wie gehabt ein bisschen Beschreibung, könnt ihr euch durchlesen. Ich probiere da gerne immer selber mit rum aus, das macht wirklich Probleme. Dann schaue ich mir mal die Anleitung des Erstellers an und so läuft das dann. Ich habe mir hier mal einen Workflow zusammengebaut. Das ist auch so im Prinzip ein Standard-Workflow, den ich benutze, um Bilder zu erzeugen. Ist eine einfache Kette, da gehen wir jetzt gleich einmal schnell durch. Bei Bedarf packe ich dann hier und da halt noch benötigte Techniken oder Notes hinzu. Das kommt immer darauf an, auf die Motive, die man haben will, auf die Models, die man verwenden will, auf die Mischung von Models etc. Aber das hier ist so ein Basisablauf. Und da fangen wir mal links an. Hier habe ich im Prinzip wieder drei Text-Inputs gemacht. Der hier unten ist ein Alternativ-Text-Input. Hier habe ich Close-Up Photography of a Beautiful und dann Man, Woman, Cat, Dog, Car, Alien, Turtle, Red, Parrot. Das hier ist ein, wenn ihr mein Prompting-Video gesehen habt, das sind Wildcards für das Comfy UI. Das heißt, pro Durchlauf schnappt er sich einen dieser Begriffe und rendert den dann. Und das zieht sich sofort in the streets of a big city oder a wonderful and magical meadow with flowers oder in a dark wood at night oder sitting in a train oder walking in a medieval town. Und als Stimmungsmacher habe ich dann noch Rain oder Sunshine oder Foggy Night. Ich möchte Reflections im Bild haben und mal sollen die Personen, es sind ja auch nicht nur Personen, aber es soll auf jeden Fall mal Smiling, Serious oder Laughing bei rauskommen. Als zweiten Positive Prompt habe ich immer Masterpiece, Absorb Res, Best Quality, Cinematic Lighting, Film Grain mit einer Stärke von 0,7, Cinematic Quality, Ultra Realistic, 8K Volumetric Lighting, Sharp Focus, Depth of Field limitiert auf 0,9, Intricate DSLR und God Rays mit 0,6 Stärke. Die beiden zusammen ergeben den Positive, werden dann konkatiniert hier hinten. Und das hier ist der Negative. Hier habe ich einfach Textual Inversions genommen, ein bisschen verstärkt. Das wurde empfohlen bei diesem Model. Und für YouTube jetzt hier noch unsere beiden Standard-Negatives eingebaut. Und hier unten, das ist ein Parallelprompt. Das heißt, wenn ich mal irgendwie durch ein Bild, was ich erzeuge, inspiriert würde, ein anderes Motiv auszuprobieren, dann kann ich an dieser Stelle hier diese beiden Prompts einmal hin und her schalten, das heißt der hier und der hier, die kann ich damit umschalten. Der stilistische Teil bleibt immer gleich, so wie das Negative auch. Dann muss ich mir hier oben nicht den Prompt kaputt machen, sondern kann hier unten auch mal ein bisschen mit rum experimentieren. Hier oben habe ich zwei Größenangaben, einmal Portrait und einmal Landscape. Das dient dann dem Pipe Loader hier
zur Ermittlung der Größe des benötigten Lettens. Ach so, hier sehen wir nochmal die Konkatenierung der beiden Positive Prompts. Hier oben habe ich mir einen kleinen Hack gebaut, und zwar zum Testen von Models möchte ich ganz gerne, na, das wollte ich nicht, ich wollte nur dich haben hier. Zum Testen von Models hätte ich nämlich ganz gerne den Filename mit diesem Model versehen, und das kann der Checkpoint Loader aus der Was Node Suite. Deswegen habe ich den Checkpoint Loader hier aus dem Pipe Loader rausgenommen, in eine Primitive gepackt. Hier kann ich genauso die Checkpoints auswählen und kann diese Primitive einmal in den Pipe Loader und einmal hier oben in den Checkpoint Loader der Was Node Suite packen, damit, wenn wir hier einmal dem Weg folgen, hier hinten beim Speichern als Filename Präfix das Model benutzt wird. Das hilft mir dann auch besser, später ein bisschen die Bilder auseinanderzuhalten. Hat Vor- und Nachteile, aber jetzt für hier, für die Aufnahmen und so hilft mir das schon. So, hier sehe ich noch einen Fehler. Für das Model brauchen wir keinen ClipSkip -1. Da hatte ich mal zwischendurch was probiert mit dem RevAnimated, was ein -2 braucht. Das brauchen wir jetzt nicht. Als erstes gehe ich immer in meinem Workflow in einen normalen Sampler rein, der mir einmal ein Bild mit dem reinen Model generieren muss. Dann gehe ich nochmal mit einem Denoise von 0,5, das ist ein Image-to-Image an der Stelle im Prinzip, nochmal in einen Sampler, der die Add-Detail LoRa hinzufügt mit einer Stärke von 1,2, damit ich schon im kleinen Bild, was wir generieren, mehr Details bekomme. Dann gehen wir hier an der Stelle durch einen Upscaling-Prozess, Upscaling-Model, ein Downscaling wieder auf die Größe von WQHD. Wir machen hier ein Image-Sharpen. Hiervon habe ich die Stärken ausgelagert in die Node hier oben. Das ist der Sharpening Amount, weil ich am Ende des Workflows auch nochmal ein Image Sharpen mache und ich möchte beide gleich haben. Das heißt, ich kann hier oben mit der Node beide steuern. Und hier im Upscaling-Prozess haben wir nochmal ein ControlNet, das Teil-ControlNet, welches dafür sorgt, dass das Bild in kleinere Häppchen aufgeteilt wird und es somit für das Model oder für die Sampler noch besser ist, das Bild hochskalieren zu können, weil es nur noch mit Häppchen arbeiten muss und nicht mehr mit der Gesamtmasse. Dann gehen wir hier hinten in den letzten Sampler rein. Der macht ebenfalls nochmal ein Add Detail, weil wir an der Stelle schon in dem abgescalten in dem abgescalten Bild arbeiten. Das heißt, hier kann die Add Detail LoRa nochmal ihre Stärken zeigen und nochmal in dem zusätzlichen Zeichenbereich, den wir durch das größere Bild haben, nochmal mehr Details ergänzen. Im Prinzip wird hier aber das Bild dann nochmal neu berechnet. Wir gehen hier hinten nochmal durch den Image Sharpen durch. Ich packe mir hier immer ein paar Image Filter Adjustments. Die stammen aus der Was Node Suite hinzu. Da muss man eigentlich nie viel machen, aber ich habe gesehen, so minus 0,02 Brightness und plus 0,02 Kontrast und 0,03 Saturation. Das macht schon viel aus im Bild. Das ist einfach kontrastreicher und satter wirkt. Und das ist der Workflow, den ich so als Standard-Workflow für mich habe, um Bilder zu erzeugen. Und wenn euch das zu schnell war, die Techniken, die hier genannt wurden, die sind alle in meinen anderen Videos auch im Detail erklärt. Ich wollte jetzt nur mal schnell hier durchgehen, mal zeigen, mit welchem Workflow ich Modelbilder erstelle. Also wir sehen am Ende nicht das reine Modelbild, sondern hier sind halt schon Add Details hinzugefügt worden, beziehungsweise die LoRa ist hinzugefügt worden, aber da das mein Standard ist, den ich immer benutze, also ich habe bei jedem Model eigentlich immer Add Detail mit da drin, sehe ich das für mich jetzt hier doch durchaus als sinnvoll, das auch dann hier einmal kurz zu zeigen und dass ihr einfach wisst, die Bilder, die wir erzeugen, sind jetzt nicht 100% das reine Model, sondern da spielt noch eine LoRa mit rein. Und ich würde sagen, wir lassen den einfach mal laufen mit dem Prompt hier oben und wir schauen uns mal ein Bild an, was dabei rauskommt. Ah, er hat eine Schildkröte genommen. Das ist vielleicht jetzt zum Einstieg nicht unbedingt das Beste. Das ist halt wegen den Wildcards vorne. Wir gucken mal. Jetzt haben wir, so wie es aussieht, einen Smiling Man, der in einer Train sitzt. Das wird gut, glaube ich. Das lassen wir einmal durchlaufen. Da haben wir es. Und
Wir schauen es uns mal an. Und ich finde, das Model macht halt auch sehr gute Arbeit im Bereich realistische Bilder. Die Hände hat er an der Stelle ein bisschen verunstaltet. Da wäre zum Beispiel ganz sinnvoll, vielleicht den Bereich nochmal mit InPainting zu bearbeiten. Deswegen habe ich eben auf das InPainting-Model noch verwiesen. Aber ansonsten, den Rain hat er sich auch geschnappt, wie es aussieht. Es regnet auch ein bisschen in den Zug rein. Könnte man nochmal mit InPainting bearbeiten. Aber ich glaube, so prinzipiell vom Stil her kommt das ganz gut raus. Wir lassen jetzt nochmal eins laufen. Was kriegen wir jetzt? Interessantes Bild. Was leuchtet hier unten so? Wir schauen es uns mal an. So, da ist es. Auch hier eigentlich ein sehr schönes Bild geworden. Ich weiß immer noch nicht, was das hier unten ist. Es ist ein interessanter Effekt und die Überstrahlungen sind echt cool geworden. Wahrscheinlich wegen dem God Rays. Aber ist das eine Wasseroberfläche? Interessant. Aber auch so die Gesichter, die Haare, die Proportionen, alles sehr schön bei diesem Model auch. Ich würde sagen, es schlägt noch nicht das Epic Realism, das ist immer noch das Topmodel unter allem. Aber es ist trotzdem ein guter Hingucker, um das Ding mal auszuprobieren und wie ich anfangs auch sagte, eventuell das zu benutzen, um es per Merging in andere Models mit reinzumischen oder beim Image-to-Image nochmal die ein oder andere Variation aus dem Ursprungsbild rauszukriegen. Ich habe es jetzt nochmal laufen gelassen. Der Sampler da hinten rattert. Und dann warten wir noch eben kurz auf das letzte Bild. Und dann werde ich im Anschluss... So. Auch das ist richtig, richtig cool geworden. Das ist richtig cool geworden. Das scheint hier der Trigger Medieval Town geworden zu sein im Hintergrund. Wir haben keinen direkten Regen, wir haben aber einen nassen Boden, wir haben Reflections mit drin, alles was im Prompt war. Aber die Dame an sich ist richtig schön super detailliert geworden. Mir gefallen die Reflections hier auf diesem Cape. Sie hat nichtsdestotrotz auch noch so einen leicht mittelalterlichen Touch hier mit diesen Armschienen bekommen. Die Hände sehen gut aus, hat er echt gut hingekriegt und das Gesicht auch wieder... Sehr schön. Und die Details, ich meine, ihr seht es selber, die Details, die dieses Model auch imstande ist, dann rauszuhauen. Na, Disclaimer, es ist die Add Detail Lora mit dabei, aber nichtsdestotrotz ist es richtig, richtig gut. Vor allem hier unten diese kleinen gekräuselten Wellen, die jetzt da hinzugekommen sind. Gefällt mir dieses Bild, gefällt mir richtig gut. So, gut. Also, Absolute Reality, schaut euch das ruhig mal an, spielt damit rum. Und damit wir nicht zu viel Zeit hier in diesem Video verbringen müssen, habe ich im Vorfeld auch schon ein paar Bilder gerendert und die werde ich jetzt ein bisschen hinten an das Video als Slideshow dran packen. Dann kriegt ihr vielleicht auch ein bisschen Gefühl, ob das Model was für euch ist oder nicht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Slideshow. Macht's gut und tschüss.